Okay, Interdiktion. Gib dem Träger das Kommando über die Fürsten der Toten von den toten Ebenen. Toll, aber so richtig Tote kontrollieren kann ich auch nicht. Gerade. Drei Hörner. Jetzt drei Fürsten. Na gut. Was soll's? Gucken wir mal auf die Karte. Ja. Schöne Sachen und so, nicht wahr? Die Fürsten sind hier nicht angezeigt. Ja gut, hier wird wohl einer sein. Mir wurde auch gesagt, ich kann quasi überall hinreisen, wo ich möchte. Das will ich mal ausprobieren. Ich will einfach mal hier hin. Nee, Moment. Nö, kann ich nicht. Blödsinn, wird die Schnellreise ja gar nicht aktiviert, oder? Nee. Nö. Aber ich wollte der Höhle des abgesetzten Königs mal wieder. Arg! Wieso kann ich niemals Nebenquests machen, wenn ich die machen möchte? Schlangenspitze, hatten wir das nicht schon? Ich muss hier rauslaufen. Hey, die Feuerprobe. Kann ich wenigstens hier hin? Nö, Schneereise ist gerade nicht verfügbar. Bitte kommen Sie zu einem anderen Moment wieder. Piep, bup, bup, piep. Der gewünschte Teilnehmer ist nicht erreichbar. Bitte stecken Sie das Telefon in Ihren Hintern. Es wird klingeln, wenn er wieder erreichbar ist. Okay. Ich hoffe, wenn ich hier draußen bin, kann ich dann wieder Schnellreise aktivieren. Das würde mir das Ganze etwas vereinfachen. Denn so langsam würde ich ganz gerne mal wieder zurück in die Schmiede lande und gucken, ob ich da vielleicht noch den ein oder anderen Miniboss umnieten kann. Ja. Also muss ich hier durch. Hier raus. Gerade hat sich die Priorität verändert. Ich schau mal, vielleicht reicht das ja schon. Nö, immer noch nach dort. Wo bin ich? Wo zum Teufel? Ach, dort. Da oben, okay. Kann ich jetzt hierher Schnellreise? Ach, Blödsinn. Nicht Leertaste. Na komm schon. Juhu! Sehr schön. Na dann gucken wir doch mal, was hier so beim abgesetzten König ist. Es wäre ja die erste Möglichkeit, hier im zweiten Gebiet eine Nebenquest zu machen, so wie ich das mir vorstelle. Also schauen wir einfach mal rein. Klopfen mal an. Knock, knock. Oder waren wir hier schon? Nee, ich glaube, wir waren in einem anderen Grab. Das sieht alles ein bisschen sehr ähnlich aus. Vielleicht ist das ja auch einer der Fürsten. Ich weiß es nicht. Da ging es schon mal weiter. Ich guck mal noch, ob hier unten vielleicht noch irgendwas ist. Wahrscheinlich eine andere Tür. Ja, genau. Und es geht noch weiter runter. Super. Dann grasen wir das Ganze mal von oben ab. Der Endboss wird wahrscheinlich unten sein, wenn es einen gibt. Beziehungsweise vielleicht auch die größte Belohnung. Aber schauen wir mal. Oh, ist das hier vielleicht eins der Labyrinthe? Ist auf jeden Fall schon mal dieses Zeichen wieder. Dort hinten komme ich da hin, mal eben so. Per Wandlauf? Nö. Vielleicht, wenn ich hier Wandlaufe und dann rüberspringe. Nee. So zum Beispiel nicht. Das ist kein Wandlauf. Und reicht trotzdem aus, um mich zu töten. Sehr interessant. Yay! Nein, da komme ich anders. Sieht man ja, da ist noch eine Truhe, die auch mal wieder ein bisschen besonders aussieht. Weil diese besonderen Truhen, ich habe, glaube ich, von denen noch keine öffnen können. Vielleicht sind das ja auch einfach welche, die hauptsächlich in den Nebengebieten existieren. So. Kleines Grabin. Großen haben wir auch schon gefunden. Tja, da hinten ist eine Truhe. Schauen wir mal hin. Und ein kleiner Gegner. Das sind das 36.000. Ah, ich liebe das. Riesige Zahlen.
Wahrscheinlich ein Grund, warum solche Spiele generell einfach mit größeren Zahlen umgehen. Also, das wenigste, was man so an Schaden macht, ist hier, na gut, 6. Oder, ist nur ein bisschen Brandschaden, also 30. Wäre blöd, wenn er hier stehen würde. Oh, sie haben dem Endboss jetzt 2 Schadenspunkte zugefügt. Jetzt hat er nur noch 5. Ja. Das wäre irgendwie nicht so befriedigend. Naja, schauen wir mal. Hey! Kampf auf Eis. On Ice! What the fuck? War das ein Geist? Keine Ahnung. Auf jeden Fall war hier mal kein Gegner. Ist hier unten vielleicht irgendetwas Interessantes noch? Aber nein. Wohl nur der Tod. Aber nicht ich. Das ist ein anderer, schlechterer, unwürdigerer Tod. Gut, das braucht mir hier keiner zu diktieren, wie ich hierher komme. Na, no, grüne Schuhe. Nichts Besonderes. Leider. So, dann brauche ich hier auf jeden Fall noch einen Scharlüsel. Mal gucken, wo wir den herbekommen. Ohne Schlüssel kein Weiterkommen. Gibt's hier noch irgendwas außer Eis? Nicht mal Speiseeis haben sie hier. Hey, da hinten ist noch so ein Relikt. Wird schon Token sagen, aber nein. Relikt. Oh, wir haben es doch schon gefunden. Wir müssen nicht extra jedes Mal wieder eine Einweisung bekommen. So, wie geht's hier hoch? Hier geht's hoch. Sehr gut. Sehr gut. Yay. Geht's hier nach links? Haha, natürlich. Natürlich. Geht's hier vielleicht dahin, wo die Truhe war? Möglich wär's. Nein. Aber heilige Schriftrolle des Seelenkerns. Nee. Seelenlenkers. Okay. Folge diesen Koordinaten, um ein Geheimnis im Labyrinth des Seelenlenkers zu enthüllen. S.O. Okay, dieses Labyrinth muss ich irgendwo noch mal finden, würde ich sagen. Wäre doch ganz cool. So. Jetzt bin ich hier und das bringt mir nichts. Rüber komme ich so auch nicht. Ja, vielleicht von einem anderen Stockwerk aus. Das könnte sein. Möglich wäre es. Ansonsten... Tote Hose. Hier. Naja, wer weiß. Ja, hier kann ich auch nicht öffnen. Also auch nicht durch. Naja, gehen wir mal weiter nach unten. Ja, es ist irgendwie unwahrscheinlich, dass... Ich, wenn ich weiter nach unten gehe, auf derselben Etage dann noch was anderes finde, aber vielleicht gibt es ja eine Treppe oder ähnliches. Ja. Gehen wir mal runter. So. Hier rüber. Hier scheint nur eine Truhe zu existieren. Vielleicht auch eine Karte, das wäre eigentlich ganz hilfreich und so. Ja, das war jetzt sinnfrei. Ich scheine Leben zu verlieren. War das schon immer so? Eigentlich konnte ich doch immer mehr oder weniger überall runterfallen. Oder hatte ich einfach so wenig vorher? Möglich. Weiter nach oben, weiter nach oben. Okay. Wir sind auf der anderen Seite. Hier sind Eiszapfen, nichts von Bedeutung. Und es war in der Tat so. Und da oben ist dieses Relikt. Hey, nicht schlecht. Ah! Der Schlüssel. Gut. Ja, ich weiß, wie ich da oben hinkomme, aber das tötet mich. Naja, was soll's. Ah, doch nicht. Dann umso besser. Komme ich hier vielleicht von so aus rüber? Das sieht jetzt nicht, mal nicht so aus, muss ich sagen. Nö, nö, nö. Gut, dann müssen wir halt wieder rundrum gehen.
Zweites Stockwerk ist schon mal abgeschlossen. Das hört sich gut an. Yay! Kein Problem. Der muss eine Ausdauer haben, Wahnsinn. Okay, also wieder nach oben. Und zur verschlossenen Tür. Ich denke mal, ich werde dann an der Stelle, wo ich hier links nicht weiterkam, und wieder rauskommen. Und dann ist ja noch die Möglichkeit, noch nach ganz unten zu gehen. Ich hoffe nur, dass da nicht noch ein zweiter Schlüssel liegt, den ich auch brauche, um hier weiterzukommen, aber schauen wir erstmal. Dann können wir immer noch zurückgehen. So, na dann. Sesam! Öffne dich. Körnerbrötchen, öffne dich. Maultasche, öffne dich. Ein Kristall. Gucken wir erstmal, ob wir hier vielleicht aufmachen können. Ja. Dachte ich's mir. Zack. Das ist im Übrigen Ausweichen aus der Luft heraus. Man fällt ziemlich schnell und so. Ein Aufzug! What the fuck? Ich bleib oben. Hey, wir haben mal wieder ein paar eingefrorene Gegner. Lustig. Okay, ich würde sagen, wir sind auf der dritten Etage. Also, drittes Untergeschoss angekommen. Wenn nicht gar darunter. Eisgelett. So schlimm seid ihr doch auch nicht. Ich habe jetzt die Axtbeherrschung, was auch immer mir das bringt. Das wird schon irgendwas bringen. Hey! What? Hä? Ich könnte mich hier irgendwo gerade festhalten. Naja, wahrscheinlich nur am Gegner. Scheint aufzutauen, wenn ich in der Nähe bin. Wahrscheinlich muss ein heißes Gemüt haben. Na. Eine Kombi? Ja, reicht. Gut, perfekt. So, ein bisschen Training kann nicht schaden. Ansonsten gibt es hier wohl wenig zu bestaunen. Außer noch ein Zorntrank, die ich irgendwie eigentlich sehr, sehr selten benutze, muss ich sagen. So, wir haben noch eine andere Seite. Was ist das, was du hier für... für Körper? Sieht aus wie ein Körper. Und hier Wassersprünge in der Luft. Ich meine, hat natürlich auch seinen Glanz und seinen Reiz. Aber wahrscheinlich Synchronschwimmer in seinem echten Leben. Da macht man sowas auch gerne mal wieder. Auch als Skelett. So, ein letzter noch. Na komm, komm her. Macht doch viel mehr Spaß im Nahkampf. So. Frei von Befall. Jetzt muss ich nur noch die Hausdame finden, dass die mich hier dafür auch bezahlt. Okay, hey. Du siehst cool aus. Im wahrsten Sinne des Wortes, cool. Miniboss-Zeit. Da haben wir ihn schon, den abgesetzten König. Au, 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 oh, 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 oh. What the fuck? Tötet er mich einfach so? Einfach so, fingerschnippenmäßig. Das ging fix. Ich wurde eingefroren, das hat mir so schnell so viel Schaden gemacht. Ich weiß nicht, ob ich hier sein sollte. Versuchen wir es nochmal mit vollem Leben. Darauf war ich nicht vorbereitet, dass er mich sofort so schnell einfriert und dann so eine Sachen mit mir macht. Nee, nee, nee. Ich kann nur hoffen, dass das Zufall war. Dass die nicht immer so stark ist. Wow, ich mache ja richtig viel Schaden an ihm. Was? Was?
Okay, ich glaube, hier muss ich heftigere Geschütze auffahren. Ich weiß nicht, wenn ich Stärken anmache, ob dann Reaper-Gestalt auch mehr Schaden macht. Ich glaube es eigentlich schon. So, Stärkung und. Na dann. Das macht dem fast gar nichts. Das will ich nur mal hervorheben. Schande. Aus. Falsches Ausweichen. Das Ausweichen, wo man getroffen wird, ist das Falsche. Egal, was es war. Da konnte ich mich nicht bewegen, auch schön. Egal, was man hier mir hier sagt, ich glaube, ich soll hier noch nicht sein. Nein, 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 nein. Ach, du Heilige. Ich meine, das ist durchaus möglich. Ich krieg den hin. Also, kann sein. Dass ich das hinkriege, aber. Der ist auf jeden Fall stärker als alle Bosse, die ich bis jetzt gehabt habe. Ich muss echt aufpassen mit meinem Leben. Okay. Ganz schön heftig. Wie machen wir das am besten? Überlegen wir mal. Ich denke, dafür muss ich alles einsetzen, was ich bis jetzt so bekommen habe. Aber versuchen wir es wert. Eine halbe Wacht ja irgendwas richtig Geiles. Also, das wäre natürlich das, was ich jetzt erwarten würde. Dass ich dafür auch eine dementsprechende Belohnung bekomme, wenn ich das jetzt schon schaffe. Da hinten sind zwei Truhen, aber zwei normale. Ich hoffe einfach, er lässt irgendwas fallen. Sein Hammer wäre cool. Aber bevor ich über die Belohnung nachdenke, sollte ich ihn vielleicht erstmal umlegen. Also meine Axt macht schon einigermaßen guten Schaden. Also damit kann ich arbeiten. Damit kann ich allerdings nicht arbeiten. Das ist kacke, wenn ich so weitermache. So, erstmal Stärkung. Komm, schlag zu. Also, nein, nein, nicht so, nicht so. Nein, nein, nein. Boah, ich kann da ausweichen, aber. Ne, lass doch das. Nein. Nein, 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 nein. Okay, okay, jetzt habe ich ein bisschen Zeit. Nein, ich nehme die langsamste Waffenkombo, natürlich. Okay, das war die falsche Taste. Und ich habe mit dem Leben bezahlt. Also, ich überlebe keine zwei hintereinander folgenden Angriffe, das ist schlecht. Sehr schlecht, sehr schlecht. Was machen wir da? Was machen wir da? Außer zweite versuchen. Ich glaube, ich muss noch besser mit dem Teleportschlag arbeiten. Das könnte mir durchaus helfen. Wenn ich mich vielleicht von Anfang an durch ihn durchteleportiere, dann habe ich gleich die volle Möglichkeit, ihm zu schaden. Genau so dachte ich mir. So. Gut, das bringt ja nichts, das haben wir schon rausgefunden. Na komm, mach wieder deinen richtig fetten Schlag. Genau. Das war irgendwie dämlich. Der hat also volle Kanonen ins Nichts gehauen. Ach komm. Na toll, das war das Falsche. Autsch. So, Schlag 1. Ah, nee, doch nicht. Das war schon der große. Yay, ich hab schon ein paar Prozente. Na komm. Nein, 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 nein. Wow, man hat echt kaum Zeit, wenn er diesen Schildblock macht. Okay, das war wieder die starke Attacke. Ein Schildblock? Okay. Na, weg. Okay. Es könnte so funktionieren, wenn wenn ich dem weiter ausweichen kann. Ach, hör doch mal damit auf. Au!
Au! Au! Au! Wieso krieg ich so viel Schaden? Wie krieg ich so viel Schaden? Das ist viel zu viel. Lass das. Ganz ehrlich, ich muss zwei Tränke benutzen, wenn ich davon getroffen werde. Ja, genau. Und er blockt natürlich alles ab, was ich ihm hier gegenwerfe. Kannst du das abblocken? Gott sei Dank nicht. Ich habe mich gerade in seinen Angriff rein teleportiert. Und das hätte mich nie treffen dürfen. Und ja, ich weiß, dass ich noch den Hyper habe. Guck mal, ob das mir irgendetwas bringt. Ja, genau, mach deine Ultra-Mega-Attacke, die mich wahrscheinlich One-Hit killt. Haha, ich hab dich durchteleportiert. Haha, das hat ja fast nichts gemacht. Hälfte haben wir. Ich hab ziemlich viel Leben oder so, ja. Das finde ich auch. Okay, ich hab mit Reaper abgeblockt. Ich krieg doch Schaden im Reaper-Modus und gar nicht wenig von diesem Gegner. Gar nicht wenig. Das war's. Ich glaube, es soll ja noch nicht sein. Geben Sie auf Feinde höherer Stufe 8. Das, ja. Feinde höherer Stufe. Ich guck's mir nochmal an, was seine Stufe ist. Ich meine, es geht ja schnell. Ja. Bring mich ja in zwei Schlägen um. Das brauchen wir jetzt nicht. Also ich bin... Ach, können wir auch so gucken. Stufe 20. Was bin ich? Ich bin... Wo steht das? Ich habe einen Fertigkeitspunkt. What? The fuck? Die Chance auf kritische Treffer. Kann ich das hier verlängern? Nee, wird die Stärke nur um 40. Weiß nicht. Ah, hat 12% des verursachten Schaden. Okay. So, auf jeden Fall bin ich noch unter Level 16. Das heißt, der ist locker mal 5 Level über mir. Das packe ich nicht. Vielleicht noch mit 3-4 Versuchen oder sowas. Möglich. Es ist möglich. Aber nein. Das muss jetzt nicht sein. Ich gucke mir noch die unterste Ebene an und behalte dann einfach im Kopf. Ich glaube, der wird Level 20 bleiben. Dass ich dann vielleicht, wenn ich Level 16 erreicht habe oder Level 17, dann hier nochmal hergucke. Je nachdem, wie es gerade passt. Es ist ja hier offen, also kann ich relativ schnell dorthin und dann passt das schon. So. Ja, gehen wir nochmal ganz runter. Was da noch ist. Den ehemaligen König haben wir ja getroffen. War sehr ungehalten. Frostiger Empfang, den wir da bekommen haben. So, hier geht's nicht weiter runter, also ist das hier auch die letzte Etage. Und hier gibt es mehr Eisskulpturen. Weitere Skelett. Viecher und... Sowas haben wir schon mal gesehen. Ich muss halt irgendwann mal was anfangen kann. Ja, ich bin auch nicht ganz kurz vom Levelaufstieg, dass ich hier, mich hier noch schnell ein Level höher bringen könnte. Das hätte ja vielleicht noch mal was gebracht. Oder ein schönes neues Item. Gut, das könnte ich trotzdem noch finden. Ich töte hier erstmal alle Gegner und dann sehen wir weiter. Hey, Blitzschaden. Wie gesagt, ich denke mal, wenn ich jemanden mit Blitzschaden verletze, dann kriegt er vielleicht mehr Schaden durch normalen Angriff oder sowas in der Richtung. Wäre das Einzige, was mir einfallen würde. Das ist der Nachteil, wenn man bei Steam Spiele kauft. Ich meine, gut, man kann sie ziemlich schnell vorher schon runterladen und so und dann gleich aktivieren. Und
kriegt vielleicht auch den einen oder anderen Bonus. Aber ich glaube, man muss sich ein Internet-Menü bestellen, also ein Handbuch. Meistens braucht man sowas ja nicht, aber für sowas? Hm. Obwohl, ich erinnere mich da an die früheren Handbücher. Richtig dick, alles erklärt, alle Arten von Schadenfähigkeiten, alles erklärt. Heutzutage kriegt man nur eins, wo in 30 verschiedenen Sprachen drin steht, wie man das Spiel startet. Hm. Bitte legen Sie das Disk ein. Drücken Sie dann auf den grünen Knopf. Drücken Sie dann auf keinen anderen Knopf. So in der Richtung. So, was ist das? Noch mehr Seiten und Wolken, noch mehr Schlüssel. Okay, anscheinend kann ich hier vielleicht finden, wenn ich mehr Seiten vom Buch der Toten bekomme. So, und da oben ist einer von diesen Kristallen, oder? Das hat nichts mit Verzierung zu tun. Sag ich's doch. Gut. Stein der Macht. Hier ist immer noch so ein... Kann ich nicht mehr stülpen? Doch, ich kann die aufnehmen. Okay. Hm. Dann würde ich sagen, wäre es ganz gut, wenn man mal wieder in die Schmiedelande zurückgeht. Deswegen, schnelle Reise. Ist doch ganz praktisch. Gab es zwar früher auch schon in einer anderen Form, aber ja, da musste man dann doch noch ein bisschen mehr rumrennen. Und der Händler ist nicht mehr da. Gut, wir wissen, wo er ist, aber ich hätte gedacht, dass er jetzt überall ist. So wie Wulgrim, der ist auch immer überall. Naja, gut. Aber zu den Schmiedelanden und den Nebenquests kommen wir beim nächsten Mal. Vielleicht finden wir dann auch Gegner, die wir auch umbringen können. Gut, bis zum nächsten Mal. Das war Let's Play Darksiders 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert mich doch und schreibt einen schönen Kommentar. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.